Heute Morgen habe ich mal überlegt, kenne ich eigentlich eine Tierart, die dermaßen schlecht mit ihren Nachkommen umgeht? Ich sehe Menschen, die in den eigenartigsten Situationen die Masken aufhaben. Ich erlebe jetzt Antipädagogik im Namen der Medizin. Es ist viel, viel neues Geld gedruckt worden, so viel wie noch nie in der Geschichte. Corona-Kinder. Kindheit in der Pandemie. An Deutschlands Schulen gilt Test- und Maskenpflicht, um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus niedrig zu halten. Sinnvoll oder schädlich? Wie geht es den Schülern und Schülerinnen damit? Ist für unsere Kinder das Coronavirus tatsächlich gefährlich? Welche Auswirkungen haben die Maßnahmen der Corona-Bekämpfung auf die körperliche und psychische Entwicklung der Heranwachsenden? Sind Kinder wirklich Treiber der Pandemie? Ein Film mit Antworten.